Nicht die historischen Bauwerke in Trier sind das wichtigste Erbe. Der Wein prägt ganze Regionen. Und was heute so typisch für unser Land ist, das haben einst die Römer mitgebracht. Das Belginum zwischen Bernkastel-Kues und Moorbach im Hunsrück ist ein Archäologiepark. Damit Geschichte wieder wach wird, entführt heute der aufgeweckte Weinhändler Rufus die Gäste in die Zeit der Römer. Sie brachten den Wein einst an die Mosel. Rufus bringt die Geschichte zu den Touristen. Das kurze Ein-Mann-Stück Rufus Anteportas wird an vielen Orten aufgeführt, an denen römische Geschichte erlebbar gemacht werden soll. Die wahren Hintergründe der Region sind ein Teil der Aufführung. Gäste von überall her sind willkommen und selbst unsere Kamera wird schließlich akzeptiert. Was geht denn hier ab? Diese moderne Technik ist immer fürchterlich. Also, wo fange ich denn an? Strom, dessen Berge bepflanzt sind mit Reben voll duftenden Wein des Bacchus. Mit deinen grasbewachsenen Ufern bis zu dem grünsten Strom, schiffbar wie ein Ozean, doch in den Wogen abwärts eilend wie ein Fluss. Und im See in kristallener Tiefe vergleichbar. Salve! Ich lebe davon, ich bin Schauspieler. Ich habe ca. 250 Vorstellungen im Jahr und mache in Trier die Erlebnisführung. Das sind Ein-Personen-Stücke. Ich spiele in Potsdam ein Ein-Personen-Stück in Sanssouci und habe jetzt bei Bodenspiele gespielt. Also ich habe gut zu tun. Ich bin ja eigentlich Berliner und bin nach Trier gekommen, wie zu jedem anderen Engagement. Gibt es eine Ausschreibung, ein Casting und dann wirst du genommen oder wirst nicht genommen. So kam ich nach Trier. Ist es was Besonderes, in historischer Kulisse zu spielen, zum Beispiel auch in Trier, wo ja wirklich die Porta Nigra und alles noch live vor Ort sind? Ja, definitiv. Das ist das ganz, ganz, ganz Besondere an den Rollen, die ich hier spiele, weil, ich sag mal, eine Porta Nigra, ein Amphitheater, so eine Kulisse baut mir kein Theater der Welt. Und wenn ich im Amphitheater spiele, was ich besonders gerne mache, da spiele ich einen Gladiator und wenn ich in den Katakomben bin des Amphitheaters, kann ich das Blut riechen. Und das ist so eine Kulisse, die ist so besonders, dass ich in der Tat, also ich mache das jetzt seit 7 Jahren, bei jeder Vorstellung, wirklich bei jeder Vorstellung nach wie vor ergriffen bin über diese Kulisse, weil es ist tatsächlich passiert. Das, was ich spiele, was ich vorgebe zu sein, ist da tatsächlich passiert und das ist unglaublich beeindruckend und eine Riesenehre für mich. Im Jahr 2002 wurde das Belginum eröffnet, mitten im antiken Straßendorf. Hier darf man alles anfassen und seinen Fragen nachgehen. Der Frage nach der Wasserversorgung. Hier waren die Römer viel weiter, als man später im Mittelalter war. Was hat man damals gearbeitet und mit welchem Material? Originale Fundstücke sind hier ausgestellt. Die Region rund um die Mosel ist für diese alten Zeitzeugen eine wahre Fundgrube. Und genau hier, wo einst römische Bürger siedelten, findet man heute das Museum. Der römische Weinhändler indes zieht weiter, um Wein und Geschichten an den Mann zu bringen. Nein.